So Leute, herzlich willkommen beim Match Austria gegen Altach. Altach gegen Austria, so ist es eigentlich. Mit dabei ist wieder der Schiedsrichter mit dem grün-blauen Armen. Mit dabei ist wieder der Enning. Ja, grüß euch. Da sieht man ja, mal. Ja, verkehrte Welten hier. Da sieht man mal, wie lange wir die. Entschuldige. Gut schon, sag ich mal. Da sieht man mal, wie lange so eine Aufnahmesession bei uns dauern kann, wie lange uns der Schiri begleitet. Ja, jetzt darfst du. Ja, verkehrte Welten. Altach auf Platz 4 derzeit. Natürlich mit 3 Punkten, können sich weiter nach vorschieben. Die Austria, wie wir alle wissen, am letzten Platz. Ja, die passt sich nur der Leistungen von der richtigen Vorsaison an, nur ein bisschen schlechter halt noch. Mondschein, da geht nicht mit kein Schwein. So eine kleine Änderung hat es hier gegeben, man probiert hier mal was aus. Der Mann der Neues seht ihr jetzt gleich hier. Alma hat sich viele Haare wachsen lassen. In kurzer Zeit. Oh. Bisschen verschätzt. Sehr best, gelbe Karte. Hat sich hier beim Reinrutschen verschätzt. Alter, okay. Leg ihm ihn vor, noch hast du recht. Oh! Yes! Goalie! Dobras bringt Altach in Front. Das ist. Ja, Austria weiter somit im Tabellenkeller mit 5 Punkten. Altach schiebt sich derzeit dann auf Platz 3 gleich mit Sturm Graz vor, wenn das Ergebnis so bleibt. Altach, muss man jetzt sagen. Ich teile eh schon die Taschenlampen aus. Altach hat auch jetzt ein. Nach dem letzten Spiel den Titel beste Abwehr übernommen. Oh. Dobras, der hat sehr gut aufgezeigt schon. Na komm, Alter. Das war billig, Alter. Das war billig. Komm, zeig mir nur die Karte mit deiner scheiß bunten Hand, Alter. Alter. Nicke Mama Lille. Was ist? Gesundheit. Oh. Hörst,
Du, ich glaube, du hast den Mund voll gehabt. Sprich einmal, wenn du es runtergeschluckt hast. Oh, Linhard. Sowas. Uff. Na. Oh. Alter. Ah. Schön, aber jetzt der Versuch. Ach, der wird jetzt voll unten mit. Ah, Annahmefehler. Oh, du kannst dich nicht bewegen, Chat Moonshine, Alter. Mach doch mal Übungen in Bewegung mit dem Bewegungsapparat, Alter. Oh. Touchdown! Ja, 2-0, guter Halbzeitstand. Also das finde ich nicht so eigentlich. Eigentlich finde ich den Halbzeitstand euch. Was ich schon ganz eindeutig sagen.
So, auf geht's, Burschen, in die zweite Halbzeit. Ja, hätte ich auch so gesagt. Lass mal so. Ja, es gibt einen Wechsel. Minuto kommt aufs Feld. Statt Serpes, das heißt, man wird offensiver. Blaue Hand greift zur gelben Karte. Und Papa. Blaue Hand greift zur gelben Karte und dann zur roten Karte. Oh Mann, die Innenhandflächen von dem Schiri sind in Regenbogenfarben, Alter. Ja, läuft nicht gerade nach Wunsch. Okay, Mund voll nehmen. Und es steht 3-0. Ja, man schießt die Austria, falls das noch geht, weiter hinunter. Gut, dass da keinen Abstieg gibt. Party verlassen. Er will nicht mehr. Er will nicht mehr mit mir spielen. Der Inning. So kann es auch sein. Okay, ja. Echt? Hab grad gesagt, er will nicht mehr mit mir spielen. Bin so schlecht mit der Austria. Ja, 4-0 mittlerweile. So, Mondschein, du spielst scheiße. Alltag gibt Gas. Wieso haben sie die Pellets-Werbung drauf? Alter, nicht damit den Kopfball kannst du gewinnen, du Trottel, du. Alles überdenken. Neue Taktik vielleicht, neue Aufstellung. Ja, die probiert man jetzt schon. Neue Spieler, Alter. Ich brauche 11 neue Spieler. Oder fast. Okay, scheiße, was ist jetzt wieder? Oh, Katze. Oh. Nein! Oh!
war das ein Arschpass. Der David habe ich schon zwei Spiele ausgeschlossen. Alter, dräng mich weg. Weil ich Aggressionen mache. Oder ist einer verletzt? Oh. Hat ihn aber nicht gehindert, den mal abzuhören. Oh, tschüss. Oh, Mitte hat kurz gehabt vielleicht. Komm, Minuto! Ah, oh, da bist du ein Trottel! Scheiße! Fünf zu neun! Ja, die beste Abwehr und es entwickelt sich auch zum besten Sturm. Ja. Also derzeit der drittbeste Sturm der Liga, die beste Tordifferenz allerdings haben sie schon. Ja, die Austria, da reden wir über Tore besser nicht. 6 Tore gemacht, das ist eigentlich ziemlich viel für da unten. Allerdings auch genug schon bekommen. Trainer ist schon im Tunnel, kann sich das gar nicht mehr ansehen. Ja, natürlich für Alter, Sensation ist groß. Man weiß, man wird mindestens Dritter in diesem Herbst. Okay, Scheiße. Papa. Na, Schiri ist gnädig. Mit seinen Regenbogenhände. Lauf, Schlampe! Geh scheißen, Alter, das war doch bald gespielt. Nein, der Trainer geht in die Kabine. Hat mich gefreut. Oh! Das könnte rot geben. Ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich gehe in die Kabine. Ich bin ein Fangamer. Macht es gut, Leilon. Ciao und Baba. Nicht allein auf der Bank, mal Ersatzspieler. Und durch die Bühne. Ja. Gott sei Dank nur Vorbereitung für die Austria. Aber die sieht, die haben einiges zum Vorbereiten für. Das, was kommt. Oh mein Gott, es kommt. Seht ihr es? Ich sehe das Licht. Ich glaube, das ist ja. Oder was du jetzt schon alles gesehen hast. Ja, und es ist noch nicht aus. Nächste Karte. Wie viele Karten hast du schon? Kann ich eigentlich nochmal wechseln? Ich glaube nicht, gar. Sonst muss ich den Verletzten eigentlich auswechseln. Da kommt er jetzt drauf. Nein, ich habe schon dreimal gewechselt. Ja, weil ich eben nicht sicher war, ob ich schon gewechselt habe. Oh, was? Wenn es dich interessiert.
Sieben Karten. Genau. Aber nur eine rote. Sechs gelbe Karten, eine rote. Was? Sechs? Ah, dann habe ich schon ein paar ausgewechselt. Alter! Dobras! Da fällt mir nur ein einziges Wort ein für die Leistung von der Austria. Schwach. Da Glück und dann wieder Gut. durch die Beine. Benz, du bist Geschichte wieder. Und so ein Goli, oder? Ja. Ja, und man hat WRC auch überboten. Wiener Austria 6 zu 0 ist Geschichte. 7 zu 0. Papa. Achtung. Schere, wann treffst du endlich ab, du blödes Arschloch? Ja, ich möchte nicht sagen, dass im nächsten Spiel Rapid kommt für die Austria. Aber wir Naja. kein Mitleid haben, genauso wenig wie Alltag. Zwei Aber Tore bis fehlen dorthin noch. muss man sich fangen. Letzte Wiederholung, da Dobras mit dem einen Tor. Dann Müller mit dem nächsten Tor. Benz ärgert sich schon. Sieht, was kommt. Nächster Elfmeter. Da schaut er nur nach. Dann nutzt seine Möglichkeit, Staubtrocken. Schreiner gut aufgelegt auf Krimitz. Palamon darf auch noch mal. Dann noch Kopas. Und zu guter Letzt noch mal Gribic. Damit bedanken wir uns und sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann und dreimal Ja, zu gut und und eine ciao. Meldung gibt es noch. Der Trainer von der Austria ist für keine Interviews bereit. Macht es gut, bis dann. Ciao und baba. Haut rein. Ciao.